Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tipps und Tricks Video von eurer Alpha-Wölfin. Heute dreht sich alles um das Thema Antiquitäten. Ja, wenn ihr mit den Antiquitätensystemen anfangen möchtet, dann müsst ihr auf jeden Fall das ehemalige Kapitel, heutige DLC, das westliche Himmelsrand haben. Und zwar gibt es hier oben eine kleine Stadt, das ist die Hauptstadt, die heißt Einsamkeit. Wenn man da einmal draufklickt und das vergrößert, findet ihr hier den Antiquarenzirkel. Wenn ihr den einmal betretet, findet ihr zu eurer Linken Verita Numida. Die Frau spricht ihr einfach an und wenn ihr die Aufgabe angenommen habt, findet ihr auf der Rückseite sozusagen das Auge des Antiquars. Das nehmt ihr an euch. Beeindruckend. Eine solche Energie. Und sprecht nochmal mit Verita. Sie gibt euch dann eine neue Aufgabe. Die könnt ihr dann machen, indem ihr einmal die Treppen heruntergeht und dann mit Gabriele Benele sprecht. Ihr werdet dann automatisch hier reingelangen und zwar ist das in eurem Tagebuch ein neuer Reiter, wenn ihr so möchtet, und zwar Antiquitäten, das ist dieses Auge hier. Da gibt es jetzt verschiedene Dinge. Einmal gibt es hier die Unterteilungen mit den einzelnen Allianzen. Dann gibt es nochmal die DLC-Gebiete extra, Kalthafen steht extra, Karkstein und Auquea. Der erste Punkt davon ist erspähbar. Das sind zwei Unterteilungen. Einmal erspähbar in diesem Gebiet. Das hier ist jetzt gerade die aktuelle Quest, die ihr machen müsst, und zwar Gabrieles Prüfflasche. Oder es gibt auch alle aktiven Spuren. Da werden jetzt alle aktiven Spuren angezeigt, die ihr rein theoretisch von euren aktuellen Standpunkt holen könntet. Wobei hier, das ist jetzt ein bisschen blöd angezeigt, das ist zum Beispiel eine goldene Spur. Die könnte ich mit diesem Char hier jetzt noch nicht holen. Die könnte ich nur mit der Main holen, weil die hat schon goldene Spuren freigeschaltet. Beziehungsweise die hat alle Spuren freigeschaltet. Da kommen wir allerdings gleich nochmal zu. Ihr müsst erstmal Gabrieles Prüfflasche finden. Und zwar macht ihr das mit einem Doppelklick drauf. Gut gemacht. Und dann seht ihr hier diese verschiedenen Facetten. Hier oben könnt ihr nichts anklicken, da könnt ihr es noch so versuchen. Ihr müsst eine erreichbare Facette wählen, sagt er dann oben rechts. Das heißt, ihr müsst immer hier unten angrenzen. Dann klickt ihr eins darüber und dann seht ihr hier zum Beispiel schon, da haben wir jetzt natürlich ein wunderbares Beispiel erhalten. Diese Facetten sind alle mit diesen leuchtenden Teil hier verbunden. Das ist unser Zielobjekt, was wir freischalten müssen. Ich möchte aber noch dazu sagen, das hier ist die einfache Variante. Es wird später natürlich noch etwas schwieriger. Das heißt, wir klicken jetzt hier drauf. Auge des Antiquars. Ihr könnt das Auge des Antiquars optimal im Schnellzugriff ausrüsten. Ich treffe euch im Benutzt es, um Grabungsstätten in ganz Tamriel aufzuspüren und so weiter und so fort. So, was ist damit gemeint? Ihr drückt einmal I. Und wenn ihr dann hier drin steht, normal im ersten Reiter, dann drückt ihr Q, dann kommt ihr hier auf euren Quickslot, sage ich mal. Da habt ihr dann unter Werkzeuge das Auge des Antiquars. Das könnt ihr euch in Q reinziehen. Und das solltet ihr dann, wenn ihr unten die Leiste angezeigt habt, auch auswählbar haben. In dem Fall geht ihr jetzt als erstes nach hinten durch die Tür. Da seht ihr jetzt schon diese Stelle, die hier so leuchtet. Das hier ist die Ausgrabungsstätte. Da klickt ihr einmal drauf. Und jetzt habt ihr hier Möglichkeiten. Und zwar gibt es hier diesen Pinsel. Das ist im Moment noch das Einzige, was ihr jetzt benutzen könnt. Und wir haben normalerweise später hier auf der rechten Seite noch weitere Werkzeuge, die wir dann benutzen können. Da wir jetzt natürlich nicht mehr haben, können wir jetzt nur den Pinsel drücken. Und dann müssen wir uns auf die Suche machen. Jetzt habe ich ausnahmsweise Glück gehabt, okay. Normalerweise ist es nicht ganz so einfach, was da drin zu finden. Mit diesem Pinsel müsst ihr das Ganze dann freilegen. Also das ist, wie gesagt, die allereinfachste Variante, die wir hier gerade machen. Und wenn ihr das Ganze geschafft habt und freigelegt habt, dann habt ihr etwas entdeckt. In dem Fall jetzt die Prüfflasche. Ihr habt aber noch hier oben den Balken, der weiter runter geht. Das heißt, ihr habt noch genügend Versuche, um weitere Sachen freizuschalten, wie beispielsweise das Gold hier. Hier ist es jetzt schon zu Ende. Da gab es nur einmal die Antiquarität und einmal den Bonusgegenstand.
Allerdings gibt es später noch bis zu 3 Zusätze, die ihr jeweils ausbuddeln könnt. Habt ihr dann die Einführungsquest dazu beendet, dann müsst ihr einmal richtig loslegen. Es ist natürlich euch überlassen, ob ihr das Ganze in Ruhe nebenbei machen möchtet, immer dann, wenn ihr ja gerade eine Spur bekommt. Das kann man auch sehr, sehr gut mit einem Twin machen. Allerdings, wenn man schon goldene Spuren beispielsweise hat, die man ausgraben möchte, dann sollte man sich natürlich beeilen, weil, wie wir schon festgestellt haben, laufen diese aus. Beispielsweise die Leeren-Kristall-Anomalie, das ist auch eine goldene Spur, die habe ich gestern bekommen und die hält jetzt noch 29 Tage und 14 Stunden. Danach ist die einfach weg. Ja, es ist ein ziemlich bescheuertes System, dass die Spuren weggehen. Es ist sehr nervig. Aber es soll einen vermutlich auch dazu drängen, dass man sich darum kümmert, schnell die Linie hochzuleveln, sich damit zu beschäftigen und entsprechend dann schnell die Spuren ausgraben zu können, beziehungsweise die Antiquitäten. Ja, schnell ist jetzt natürlich so ein schönes Zauberwort. Wie mache ich das jetzt am besten? Es gibt verschiedene Punkte für verschiedene Level. Das ist etwas kompliziert zu erklären. Ich versuche es dennoch in diesem Video unterzubringen. Wer sich das Ganze nochmal in Ruhe durchlesen möchte, kann gerne auf unsere Homepage gehen, diehungrigenwölfe.wordpress.com. Da unter Antiquitätenleveln haben wir das Ganze nochmal aufgelistet. Da habe ich dann auch eine Liste erstellt bzw. eine Tabelle erstellt, wie viel XP man für die einzelnen Bereiche und für die einzelnen Spurenfarben erhält. Wenn ihr nun auf K klickt und auf eure Fertigkeiten geht, seht ihr unter offene Welt 2 neue Sachen, die ihr hier entdecken könnt. Und zwar einmal Ausgrabung und einmal Spähen. Spähen ist das, womit wir als erstes anfangen. Unter anderem kann man da hier am zweiten Punkt sehen, was man erspähen kann. Da das jetzt ein neuer Char ist, mit dem ich euch das Ganze zeigen wollte zu Beginn, kann er natürlich nur, beziehungsweise sie, nur grüne Spuren erspähen. Dann gibt es hier noch einige andere Sachen, die man sich angucken kann. Und zwar die Geduld des Spähens gewährt euch beim Spähen eine zusätzliche Runde. Heißt einfach so viel wie, ihr habt etwas mehr Möglichkeiten zu versuchen, ja, das Ganze auszuspähen. Das zeige ich euch dann gleich nochmal, was damit genau gemeint ist. Dann Verschmelzen vereinfacht eine sechseckige Anhäufung von Facetten im Auge des Antiquars und ändert die Symbole in das der mittleren Facette. Klingt ein bisschen kompliziert, ist es eigentlich nicht, weil wenn man sich diese Facetten nochmal anguckt, heißt das so viel wie, dass ja, die Symbole in der Mitte oder ein Symbol in der Mitte geändert wird und das Ganze zu einer sechseckigen Anhäufung verschmelzt wird. Es ist blöd zu erklären, aber ihr seht das Ganze auch gleich, wenn wir das nochmal alles durchgehen und wirklich nach den Antiquitäten suchen. Zukünftiger Fokus gewährt euch beim Erspähen eine zusätzliche Magikaladung. Ausweiten, ihr beansprucht alle Facetten der gewählten Art, die von euch aus kontrollierten Bereich berühren, sowie passende Facetten, die direkt angrenzen. Heißt so viel wie die Sachen, die wir anklicken können, also wo wir dann nur einmal draufklicken können. Dieser Bereich erweitert sich dann ein klein wenig, wenn wir hier Punkte reinstecken. Weitsicht, ihr beansprucht eine Reihe von Facetten, die von dem von euch kontrollierten Bereich ausgehen. Und dann gibt es noch die Voraussicht, beginnt jeden Spähversuch mit einer weiteren bereits beanspruchten Reihe an Facetten. Das heißt, alles, was jetzt hier so passiv drin ist, das macht euch das Leben sozusagen leichter beim Erspähen. Was natürlich sehr, sehr wichtig ist, ist die Sache Einblick des Antiquars, weil das letztendlich ja, das Nonplusultra ist, welche Spuren ihr überhaupt erspähen könnt. Ihr seht auch schon, die nächste Verbesserung ist erst ab Rang 3. Da könnt ihr dann einen Punkt hier reinsetzen, um dann blaue Spuren zu erspähen. Danach könnt ihr, ich glaube, es war beim fünften Level, könnt ihr dann lila Spuren erspähen. Und beim siebten Level fangen die goldenen Spuren an. Und ich meine, ihr müsst es komplett haben, also sprich Level 10, glaube ich, ist das insgesamt beim Spähen, damit ihr dann die legendären Spuren, also diese orangefarbenen Spuren, erspähen könnt.
Für die Ausgrabung gibt es natürlich auch einige Sachen, die euch das Leben erleichtern möchten. Einmal gibt es diesen Pinsel, den haben wir ja schon gesehen. Entfernt eine Schicht Dreck oder Felsen aus einem einzelnen Feld. Das könnte man jetzt auch nochmal verbessern, indem man einen Punktrang macht. Allerdings erst ab Rang 6. Dann gibt es den Augur. Gibt an, wie nah die Antiquität an der gewählten Position ist. Kann abhängig von der Schwierigkeit der Antiquität begrenzt oft eingesetzt werden. Funktioniert für die untersten drei Schichten von Dreck und Felsen. Zusätzliche Beute kann so nicht gefunden werden. Also zusätzliche Beute ist immer alles, was wir ja insgesamt bis zu dreimal noch ausbuddeln können. Zum Beispiel kann da Gold drin sein, es können kleine Gegenstände drin sein, die man dann für 40 Gold verkaufen kann und so weiter. Spatel. Entfernt drei Schichten Dreck oder Felsen aus einem einzelnen Feld. Das heißt, ihr habt ja ein Feld, wo ihr draufklickt, aber es geht drei tief runter. Das kann man dann auch nochmal verbessern, indem man hier Punkte reinsetzt. Geschulter Blick, den finde ich persönlich sehr praktisch. Ihr findet Ausgrabungsstätten für Antiquitäten viel leichter, wenn sie 20 Meter oder weniger entfernt sind. Das war dieses Leuchten im Endeffekt, was wir jetzt haben. Das gibt es dann auch nochmal verbessert mit so einer Art grünen Strahl oben drüber. Das sehen wir dann bei einem anderen Char gleich. Und das kann doch sehr gut helfen, die Antiquitäten zu finden. Kann man auch zwei Punkte insgesamt reinstecken. Ausgräberreserven. Erhöht die für euch bei einer Ausgrabung verfügbare Zeit. Mit Zeit ist im Endeffekt nichts anderes als Versuche gemeint. Dementsprechend kann man hier noch Punkte reinstecken, damit oben diese Leiste, die ich euch vorhin gezeigt habe, nicht so schnell runtergeht und man ein bisschen mehr Versuche hat, um die Antiquität zu finden. Schwere Schaufel entfernt eine Schicht Dreck und Felsen aus einem bis zu 3x3 großen Bereich. Die Schaufel beeinflusst nur durchgängige Schichten aus Dreck und Felsen. Das ist im Endeffekt wie die Schaufel, die wir eben benutzt haben, allerdings in einem wirklich 3x3 großen Bereich und entfernt auch nur einmal tief. Die kann man dann auch nochmal ändern. Also das ist schon eine sehr gute Sache, wenn man größere Sachen ausgraben möchte und keine Hindernisse im Weg hat. Die werden wir auch gleich noch kennenlernen. Die kommen allerdings erst, wenn man ein höheres Level erreicht hat. Und als letztes, das vermutlich wichtigste neben den Spuren, die man ergattern kann, beziehungsweise den Sachen, die man ausbuddeln kann, der geschulte Blick. Die absolut beliebteste Passive aus den Ausgrabungen. Ihr findet Schatztruhen viel einfacher, wenn sie 20 Meter oder weniger entfernt sind. Ja, mit Schatztruhen sind wirklich jede Schatztruhen gemeint, die irgendwo so am Wegesrand stehen, die ihr knacken könnt, also öffnen könnt und wo ihr den Inhalt rausnehmen könnt. Nicht gemeint sind natürlich diese kleinen Diebesgut-Truhen, Kästchen, wie auch immer. Die könnt ihr dadurch nicht besser finden, aber die großen Truhen könnt ihr besser finden. Und ich kann euch nur sagen, es ist nicht umsonst so beliebt. Es wird erst ab Rang 7 freigeschaltet. Und ich glaube, die zweite Erweiterung ist dann ab Rang 9, wenn mich nicht alles irrt, nicht alles täuscht. Ihr habt dann, das werdet ihr auch gleich auf dem anderen Char vielleicht noch sehen können, wenn wir mal an einer vorbeikommen. Ihr habt dann so einen grünen Strahl. Ich habe es zum Beispiel mal gehabt, dass ich über eine Brücke gelaufen bin, wo ich gar nicht wusste, dass überhaupt eine Truhe darunter ist. Und auf einmal ist durch diese Brücke dieser grüne Strahl gekommen. Ich habe gedacht, okay, gucke ich mal nach, was unter der Brücke ist. Ja, und habt da eine Truhe gefunden. Also das lohnt sich wirklich enorm, wenn ihr gerne Truhen mitnehmt. Wenn hier oben drauf geht, auf diesen Fortschrittsbalken, da steht jetzt 1 von 8. Das ist das, was ich meinte, was man gerne nochmal auf der Homepage nachlesen könnte. Beispielsweise von Level 1 auf 2 braucht ihr diese 8 XP, also die Zahl, die ihr rechts seht, das sind immer XP, damit ihr auf das nächste Level kommt. Von 2 auf 3 braucht ihr insgesamt 12 XP und von 3 auf 4 braucht ihr insgesamt 30 XP und so weiter und so fort. Das gleiche gibt es dann hier auch nochmal beim Spähen. Allerdings muss man dazu sagen, beim Spähen wird das Ganze etwas anders berechnet. Und zwar kann ich euch jetzt schon mal eben sagen, wenn ihr grüne Spuren verfolgt, dann erhaltet ihr 1 XP, was am Anfang relativ schnell geht. Dann müsst ihr nur noch jetzt 7 Spuren verfolgt haben, beziehungsweise die Antiquitäten ausgebuddelt haben, um auf Level 2 zu kommen. Wenn ihr blaue Spuren ausbuddelt,
dann beziehungsweise Antiquitäten ausbuddelt, blaue Spuren erspäht habt, dann bekommt ihr für jede Spur 3 XP. Bei lilanen Spuren bekommt ihr für jede Spur 5 XP, bei goldenen Spuren jeweils 10 XP und bei diesen orangenen Spuren bekommt ihr ebenfalls 10 XP. Ich befinde mich jetzt aktuell hier in Arta Eum und zwar gibt es hier oben einen Wegschrein. Es ist auch der einzige Wegschrein auf der ganzen Karte, wie man hier hingekommt. Entweder könnt ihr jemanden aus der Gilde fragen oder einen aus dem Freundeskreis, dass er oder sie euch diesen Wegschrein freigibt. Oder wenn ihr das nicht könnt, und ich muss dazu sagen, die Voraussetzung fürs Antiquitätensystem ist entweder ESO Plus, sodass ihr einmal natürlich zum westlichen Himmelsrand kommt, um das Ganze euch zu holen. Zum Leveln gibt es dann noch die Voraussetzung, also zu dem Leveln, was ich euch jetzt zeigen möchte, dass ihr Summer's End besitzt, weil Arta Eum gehört zu Summer's End. Und da werdet ihr normalerweise hier am Anfang sein, den Wegschrein von Schimmersheim. Da werdet ihr hier vorne eine Quest bekommen, das ist die Hauptquest. Der müsst ihr dann folgen, das geht dann hier so ein Stückchen weiter runter. Irgendwann gelangt ihr hier irgendwo auf die Seite, dann stellt sich nachher, wenn ihr hier in Schimmersheim, glaube ich, wieder seid, jemand vor, der euch gerne nach Arta Eum einladen möchte, zum Orden der Tzitschik. Dann wird dieser Wegschrein hier offiziell freigeschaltet. Wie gesagt, ihr könnt aber auch einfach hier hinporten, wenn ihr die Gelegenheit habt. Das ist auch möglich. Warum geht man jetzt nach hier? Im Endeffekt ist es ganz einfach. Dieses Gebiet ist quasi bis hier unten begrenzt, sodass das nur dieses Stückchen hier oben ist. Das heißt, ihr müsst nicht allzu weit laufen, wenn ihr eine Spur ausbuddeln wollt. Und das ist sehr, sehr hilfreich, weil ihr doch sehr, sehr viele Spuren ausbuddeln müsst. Beziehungsweise Spuren erspähen und dann die Antiquitäten ausbuddeln müsst. Weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie viele XP man hier benötigt, um das Ganze dann hochzuleveln. Beziehungsweise, ja, dass es halt doch einiges kostet. Am Anfang geht es noch recht schnell. Man buddelt 7 Sachen aus, ist direkt auf Level 2. Juhu. Dann gibt es natürlich eine Steigerung. Und ja, das Ganze erschwert die Sache schon. Ich kann euch aber versichern, wenn ihr das Ganze hier macht, könnt ihr das entweder an einem Tag schon durchkriegen, wenn ihr euch ein bisschen länger dran setzt. Oder ihr könnt auch zum Beispiel 2 Abende nehmen, wo ihr so 3-4 Stunden dran sitzt und das Ganze einfach ausbuddelt. Dann, wenn ihr durchgehend dran geblieben seid und alles richtig gemacht habt, dann könnt ihr auch schon die goldenen Spuren holen. Ich werde euch das Ganze jetzt einmal anhand von ja, diesen neuen Antiquitätenschar, sage ich mal, zeigen. Wir können jetzt diese Spuren hier nicht machen. Hier steht zum Beispiel, benötigt eine Spur. Den können wir also noch nicht holen. Benötigt Einblick des Antiquars 3 von 5, also Level 3. Dann könnten wir das holen. Haben wir auch nicht. Also 3 heißt jetzt nicht oben diese Leiste, die wir gesehen haben, sondern das erste waren ja die grünen, das zweite sind die blauen und das dritte sind dann halt diese lila Spuren. Grundsätzlich ist es so, man kann grüne Spuren immer holen, sobald man sie hier findet. Blaue Spuren kann man nur holen, wenn man vorher eine grüne Spur geholt hat. Das heißt, wir werden jetzt erstmal nach einer grünen Spur suchen. Da ist es wieder das gleiche Prinzip, aber wie ihr seht, wir haben jetzt 6 von diesen Dingern hier, die leuchten. Und wir müssen natürlich versuchen, so viele wie möglich davon zu bekommen. Das heißt, in diesem Fall haben wir ein bisschen Glück. Wir können jetzt hier einmal draufklicken, dann haben wir den ersten schon mal freigeschaltet. Dann könnt ihr immer mal so ein bisschen rumgehen und gucken, bis wo geht das Ganze. Das ist eigentlich ganz praktisch. Hier zum Beispiel kann man das Ganze verbinden, sodass ich hier nur noch mit einem Klick die beiden oberen hier auch verbinden kann. Dann müssen wir natürlich irgendwie nach links kommen. Das heißt, ich klicke jetzt erstmal hier drauf, dann haben wir den schon mal sicher. Dann verbinde ich den nächsten. Langsam wird es auch schon eng. Dann klicke ich hier nochmal drauf und ihr seht hier unten, wir haben jetzt nur noch einen Versuch übrig. Wir haben jetzt Glück, wir haben jetzt alle erreicht damit. Warten jetzt einen kleinen Moment. Und dann seht ihr schon, hier in diesem Gebiet irgendwo ist die Antiquität. Das heißt, wir werden jetzt erstmal zu diesem Gebiet hinreiten. Ich mache das Ganze mal ein bisschen weiter weg, damit man das besser sehen kann.
Ihr seht übrigens auch oben in meiner Leiste in der Mitte Grabung verblichener Tzitschik-Foliant. Das zeigt euch dann auch in der Navigationsleiste an, wie ihr laufen müsst, um dorthin zu kommen. Und wenn dieses Zeichen dann gleich weg ist, so wie jetzt, dann könnt ihr unten auf Q drücken und dann zeigt euch dieses, ja, ich sage immer kleine Spermium, zeigt euch dann an, wo ihr hin müsst. Das heißt, ihr achtet drauf, der Schweif zeigt jetzt so in diese Richtung da hinten. Ich möchte jetzt hier nicht zu tief runterspringen, ich habe es doch getan. Und dann könnt ihr hier gucken, ah, da hinten seht ihr es schon, da ist die Ausgrabungsstätte. Dieser Schweif zeigt immer wirklich 100% die Luftrichtung an. Das heißt, wenn natürlich irgendwelche Sachen im Weg sind, müsst ihr einmal im Bogen oder so drumherum reiten. Dann hier auch wieder auf die Ausgrabungsstätte klicken. Ich mache es immer so, das ist ja zum Ausbuddeln hier oben und das ist zum Spähen. Das heißt, wir können jetzt hier gucken, in der Ecke gucken. Das ist orange, das heißt, das ist weiter entfernt. Gelb kommt dem schon nah. Ich klicke dann hier unten noch einmal. Das heißt für mich, der müsste theoretisch irgendwo hier zwischen sein. Dann klicken wir hier mal. Da ist natürlich jetzt gerade nichts. Blödes Beispiel. Grün heißt, da ist auf jeden Fall was drunter. Und dann gucke ich einfach, solange ich noch Aufladungen habe, klicke ich einfach ein bisschen rum, wo in welche Richtung das Ganze ist. Dann klicken wir auf den Pinsel, weil wir haben ja noch nichts anderes freigeschaltet. Und klicken so lange, bis wir einen Teil freigeschaltet haben. Das heißt, hier sieht man, es geht nach rechts und nach links. Das ist so eine Buchform oder eine Truhenform oder wie auch immer. In dem Fall ist es ja eine Truhe. Und dann seht ihr auch schon, wie das Ganze hier drin liegt. Dann dementsprechend buddelt ihr einfach den Rest aus. Jetzt ist es natürlich noch so eine Sisyphus-Arbeit, weil ihr einfach nur draufklickt bis zum Boden. Das wird sich dann später ein wenig ändern. Meistens sind die Sachen gerade am Anfang relativ in der Nähe. Das als Tipp. Später sind sie nicht mehr immer in der Nähe. Es ist dann eher so ein bisschen Glückssache, etwas zu finden. Wir haben jetzt die grüne Antiquität ausgebuddelt und erhalten jetzt die blaue Antiquität. Die möchten wir natürlich jetzt auch haben, die gekrümmte Wahrsagekelle. Das heißt, wir gehen wieder auf J, immer wichtig, dieses Gebiet anzuklicken. Hier steht jetzt drin, benötigt Einblick des Antiquars 2. Das heißt, wenn wir jetzt hier draufklicken, können wir die nicht benutzen. Zur Erinnerung, hier oben beim Spähen, da müssen wir auf Level 2 sein, damit, da müssen wir auf Level 3 sein, damit wir hier den nächsten Rang des Antiquars einstellen können. Das heißt, wir können die im Moment noch gar nicht holen. Das heißt, wir müssen jetzt mit den grünen Spuren weitermachen. Das heißt, wir würden jetzt immer weitermachen und jetzt wieder die ganzen grünen Sachen ausbuddeln. Und sobald wir dann die blauen freigeschaltet haben, die blauen Spuren, dann können wir uns ranmachen und die blauen Spuren auch ausbuddeln. Behaltet dabei immer im Hinterkopf, ihr müsst das Ganze eben leveln und wie viele XP es für welche Farbe von den Spuren gibt. So, und wenn ihr nun das Ganze so gemacht habt, wie ich es euch gesagt habe, sprich, wenn ihr immer die grünen Spuren ausgebuddelt habt, bis ihr dann insgesamt beim Spähen auf Level 3 gewesen seid, dann habt ihr einen Punkt reingesetzt, um dann die blauen Spuren ausgraben bzw. erspähen zu können. Wenn ihr dann das Ganze immer abwechselnd gemacht habt, grün und blau, und entsprechend dann später die lila Spuren freigeschaltet habt. Ich gehe mal ein Stückchen weiter nach vorne, weil hier wieder von irgendjemandem irgend so ein Viech drin hängt. Dann, und dann später das Ganze nochmal gemacht habt, um die goldenen Spuren freizuschalten, dann habt ihr auch schon das meiste der Miete, sage ich jetzt mal, bezahlt. Die mystischen Spuren sind allerdings etwas schwieriger zu bekommen, also da braucht ihr wirklich viel Geduld und viele Spuren, gerade auch lila Spuren und goldene Spuren, die ihr ausbuddeln könnt, damit ihr dann endlich soweit seid auf Maximum, damit ihr dann die mystischen Spuren ausbuddeln könnt. Ich wollte euch jetzt zum Abschluss das Ganze nochmal eben mit meiner Main zeigen. Wir hatten ja eben gesehen, dass wir die leeren Kristallanomalie noch ausbuddeln können. Das wollte ich eben zusammen mit euch machen. Und zwar sieht das Ganze dann so aus bei einer goldenen Spur. Also es ist nochmal ein ganzes Stück schwieriger, eigentlich die Sachen zu erreichen. Allerdings, dank der Passiven, die ich freigeschaltet habe, nämlich die Facetten,
ist es nicht ganz so schwer, wie es jetzt hier aussieht. Hier unten ist jetzt schon mal ein Teil, ja, wie von Geisterhand selber gemacht worden. Darum brauchen wir uns nicht mehr zu kümmern. Dann machen wir einmal eine Verbindung mit dem ersten Punkt. Dann klicke ich hier oben zum Beispiel auf Verschmelzen. Es gibt auch noch zwei andere. Es gibt ja noch das Ausweiten, was wir schon vorgelesen hatten. Und die Weitsicht, da könnt ihr ein bisschen mit rum experimentieren, wenn ihr möchtet. Ich persönlich finde das Verschmelzen immer noch am besten. Das nehme ich dann meistens, um in der Mitte einmal anzufangen. Dann, wie ihr seht, hier verbindet sich dann automatisch schon mal was. Dann klicke ich nochmal drauf, dann ist die nächste Spur verbunden. Dann schaue ich immer so ein bisschen, wo sind die wenigsten gleichen Spuren. In dem Fall hier unten ist nicht so viel. Da klicke ich dann auch nochmal mit der Facette drauf. Hier oben in der Ecke klicke ich mit der Facette drauf. Dann verbinde ich die Ecke mit der Facette. Also immer zweimal draufklicken natürlich. Und die Ecke verbinde ich. Und damit haben wir jetzt alles freigeschaltet. Übrigens, das als kleiner Tipp, sollte das nicht funktionieren, alle von diesen leuchtenden Kügelchen zu bekommen. Es ist im Prinzip nicht schlimm, aber dann habt ihr anstatt nur ein so ein Feld, habt ihr dann unter Umständen zwei oder drei auf der ganzen Karte. Die müsst ihr dann leider absuchen. Meistens ist es so, dass wenn ihr zum Beispiel drei Felder habt, die ersten zwei, ja, die sind die, wo es nicht, nichts verbuddelt ist. Dann geht ihr hin, grabt quasi aus, beziehungsweise geht zur Ausgrabungsstätte und dann sagt er, es ist nicht die richtige Ausgrabungsstätte. Ja, und dann dürft ihr zur nächsten laufen. So, hier ist wieder das gleiche Prinzip wie sonst auch. Ihr geht auf das Auge des Antiquars. Wenn ihr im Bereich seid, er zeigt euch dann an, wo ihr hin müsst. Und dann sucht ihr, wo ihr ausbuddeln könnt. Wenn ihr denn vernünftig dahin reiten könnt, natürlich. Ich werde mir jetzt erstmal die Stelle suchen und schalte euch dann gleich wieder. So, ich habe jetzt meine Ausgrabungsstätte gefunden. Da machen wir alles so wie bisher auch. Allerdings sieht die bei mir schon etwas anders aus. Auch, ja, das ganze Bild im Endeffekt sieht ein bisschen anders aus. Das hier ist die schwere Schaufel. Das macht diesen 3x3 großen Bereich, von dem wir gesprochen haben. Das ist der Spaten, der in einem einzelnen Feld hier bis zu 3 tief entfernen kann. Ja, und bei mir sieht es noch ein bisschen anders aus, weil wir haben viel mehr Schichten obendrauf, auch unterschiedliche Schichten. Und was ganz böse ist, das sind diese Felder hier. Da dürft ihr nicht graben, weil sonst explodiert das Ganze und die Antiquität ist kaputt. Also das als ganz, ganz wichtigen Hinweis, das dürft ihr nicht machen. Ansonsten geht alles wie immer. Ihr bleibt hier unten beim Augur. Da könnt ihr dann wieder klicken und in dem Fall habe ich jetzt ausnahmsweise mal Glück, dass es beim ersten Mal richtig war. Dann versuchen, das ist übrigens ein guter Hinweis hier, das Auge reicht nicht so tief. Das heißt, wenn ihr hier drauf geht, seht ihr oben rechts diesen Hinweis. Auf diesen hellen Flächen könnt ihr das nicht machen, ihr könnt nur auf die dunklen Flächen klicken. Aber da kann man ja auch so ein bisschen zumindest schon mal gucken, in welchem Bereich das Ganze dann liegt. Ja, und hier unten seht ihr, das sieht ein bisschen anders aus als vorhin. Und zwar ist das jetzt doppelt so viel. Das heißt, wir können vier oder wir müssen viermal klicken, bis wir dann die Schaufel oder was anderes davon rechts benutzen können. Im Moment ist es ja hier auch noch ausgegraut. Wenn ich jetzt hier draufklicke, kann ich es zwar nehmen, aber ich kann es nicht benutzen, weil wir nicht genügend Intuition haben. Die müssen wir hier unten aufladen. Das heißt, wir klicken auf den Pinsel, halten uns an die grünen Bereiche, klicken viermal drauf, dann sind wir zwar noch nicht ganz unten drunter, aber dann können wir den Spaten benutzen und in dem Fall jetzt auf das höchste Feld klicken. Jetzt ist die Intuition hier unten wieder weg. Das heißt, wir haben wieder den Pinsel, wobei ihr da nicht draufdrücken müsst. Normalerweise springt er immer direkt drüber. Und dann klicken wir da wieder viermal. Jetzt wissen wir übrigens auch schon, wie das Ganze hier ausgelegt ist. Das ist nämlich ein schräges Stück, also es ist eine schräge Truhe, sage ich jetzt mal, die da drin liegt. Intuition ist wieder voll, dementsprechend den Spaten nehmen, einmal draufklicken, dann wieder insgesamt viermal klicken zum Auffüllen, also bei mir, bei euch erst, wenn ihr das soweit seid. Dann können wir wieder mit dem Spaten draufklicken und das Ganze wiederholt sich dann so lange, bis wir was ausgebuddelt haben. Hier habt ihr jetzt gesehen, wird die Ausgrabung ist fehlgeschlagen. Ich habe das jetzt übrigens extra gemacht, damit ihr mal seht, was passiert, wenn ihr zu tief grabt oder wenn ihr zum Beispiel diese Dinger berührt. Dann kommt die Antiquität, wurde zerstört. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Das heißt aber nicht, dass ihr sie nicht mehr ausgraben könnt. Die Ausgrabungsstätte ist jetzt weg,
Aber wie ihr seht, hier dieser Bereich ist immer noch da. Das heißt, ich klaue mir schnell die Rubinesche und dann davon kann man nie genug haben. Wieder auf Q und dann zeigt ihr mir eine neue Richtung an, in die ich mich dann wenden muss, wo dann irgendwo eine neue Ausgrabungsstätte ist. Da werde ich jetzt nochmal eben mit euch hingehen und dann das Ganze ausgraben, natürlich ohne, dass das Ganze explodiert. Ich fand es aber wichtig, euch das eben zu zeigen, was passiert, wenn ihr zu tief grabt und dass das aber nichts ist, was jetzt... Also es ist zwar ärgerlich und es verlängert das Ganze ein wenig, aber es ist nichts, was eure Antiquität letztendlich komplett zerstört. So, wir sind jetzt bei der nächsten Antiquität, beziehungsweise bei der gleichen, aber in einem neuen Bereich. Da mache ich wieder das gleiche wie sonst auch immer. Hier unten das Augur benutzen. Da schaue ich dann, okay, rot ist sehr weit weg. Das heißt, es sollte sich wahrscheinlich hier unten irgendwo in dem Bereich aufhalten. Da ist grün, da kontrollieren wir dann so ein bisschen. Wir wissen ja auch jetzt schon, dass es schräg ist, in welche Richtung das Ganze geht. Und dementsprechend fangen wir dann an zu buddeln. Das gleiche, wie ich euch eben gezeigt habe, immer viermal klicken, auf die hellen Schichten draufklicken, beispielsweise mit dem hier, mit dem Spaten, das Ganze wieder freilegen, soweit es geht. Ja, und da brauche ich ja eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Immer wieder die Augur, beziehungsweise das, ich weiß gerade nicht mehr, wie es jetzt heißt, immer wieder auffüllen und dann dementsprechend ist irgendwann die Antiquität auch ausgebuddelt. Hier müsst ihr immer so ein bisschen gucken, weil die Ecken von denen, die müssen freigelegt sein. Und hier fehlt jetzt noch diese eine Ecke, dann ist das Ganze normalerweise, ich könnte jetzt hier noch weitermachen, genau, dann ist das Ganze normalerweise schon so freigelegt, dass man es nehmen kann. Genau, jetzt habe ich es schon, obwohl es hier noch drüber liegt. Das mache ich jetzt aber trotzdem noch weg, weil wir möchten natürlich gucken, ob wir irgendwo in der Umgebung was finden, was wir noch zusätzlich erhalten können. Bei meinem Glück wahrscheinlich eher nicht, weil in letzter Zeit habe ich nicht mehr wirklich so viel Glück gehabt, dass ich noch irgendwas Zusätzliches bekommen habe. Aber gut, man freut sich auch, wenn man die Antiquität erhalten hat. Übrigens, wenn man das Ganze bekommt, Ausgrabung abgeschlossen, einmal bestätigen. Normalerweise kommt jetzt so ein Spruch, dass das Ganze an mich geschickt wurde. Das findet ihr dann nämlich in eurem Inventar, wenn ihr das einmal ausgegraben habt. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit meinem kleinen, wenn auch doch, glaube ich, jetzt recht langen Guide zum Antiquitätensystem. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr gerne auf unsere Homepage gehen von den Hungrigen Wölfen und da nochmal entsprechend alles zu den XP-Sachen nachlesen. Da steht das auch nochmal genau erklärt, wie und wo ihr am besten, also sprich am schnellsten levelt. Und ja, ich hoffe, dass euch der Guide gefallen hat und weiterhelfen konnte und dass wir uns dann im nächsten Video sehen. Bis dann, ciao!